einer langen Irrfahrt standen Odysseus mit seinen Gefährten auf der Insel Aiaia. Meine Gefährten, sucht die Villa, auf die ich in der Ferne erblickt habe, und erkundet die Umgebung. Die Gefährten erreichen die Villa und stoßen auf Kirke. Seid gegrüßt, tretet ein, meine Gäste. In die Speisen mischte sie Kräuter hinein, die Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelten. Eurylochus, der die Falle gewittert und draußen gewartet hatte, rannte zu Odysseus und erzählte ihm, was geschah. Odysseus machte sich auf den Weg und bekommt Kräuter von Hermes, damit er gegen den Zauber von Kirke immun ist. Komm herein, ich gebe dir etwas zu speisen. Als Odysseus gespeist hat, bedankt er sich bei Kirke, doch sie bemerkt etwas. Sie bemerkte, dass er sich nicht verwandelt hatte und erkennt ihn aus ihrer Prophezeiung wieder. Kirke, wenn du dem Tod nicht gewidmet sein möchtest, dann schwöre mir, dass du mir nichts antust. Ich schwöre es. Dann verwandle meine Gefährten wieder in ihre wahren Gestalten. Kirke verwandelte Odysseus' Gefährten wieder in Menschen. Und sie beschlossen, bis zur Heimfahrt bei Kirke zu bleiben.